Wir sind zurück. Weiter geht es nämlich mit einer neuen Folge Resident Evil 8 Village. Megamäßig, dass ihr wieder mit mir hier am Start seid. Wir sind auf dem Weg zum Haus mit dem roten Schornstein und dort machen wir uns jetzt hin auf den Weg. In der letzten Folge haben wir eine... Och nein! In der letzten Folge haben wir eine neue Pistole gefunden. Ach, tolle Wurst, ey. Das waren drei, wenn ich das richtig gesehen habe. Der bleibt hocken. Okay, okay. Ihr kommt. Dann musst du fliegen. Komm, komm, komm. Nein! Ach komm schon, ich wollte doch blocken. Das ist doch mies. Ich habe mich vertan mit dem Slot der Pistole. Na super. Oh, jetzt habe ich nachgeladen. Ich wollte eigentlich gar nicht nachladen. Ich bin sicher, wir werden sie nochmal benutzen müssen. Die miesen Alten. Ich dachte schon, die haben kein Loot hinterlassen. Ich wollte aber hier nochmal in den Stall. Nee. Ich dachte, ich hätte eventuell was vergessen. Von der anderen Seite verschlossen. Gut. Wir können jetzt den Traktor hochlassen. Mit unserer in der letzten Folge gefundenen Kurbel. Gib mir lieber das Baby hier. Es ist mir einfach sicherer. Dann hier durch. Ethan, bleib geschmeidig. Alles wird gut. Da hocken sie schon wieder. Ich gehe erst einmal hier schauen. Ob wir noch was Neues finden können. Ein Schweinchen. Tut mir leid. Tut mir leid. Oder auch nicht. What? Okay. Ist der Dietrich. Deswegen wird wahrscheinlich das Haus noch hier geschmeidig auf Rot bleiben. Nee, da gehen wir nicht nochmal lang. Also ja, klar, gehen wir schon, aber nicht so dicht an diesen Viechern vorbei. Irgendwas Neues. Nur der Dietrich. Na dann. Da habe ich leider keinen. Na schau mal einer, guck. Kleiner, mieser Halunke. Jetzt laden wir aber nicht durch. Habe ich den jetzt eigentlich weggeholt oder war das ein zweiter? Ich habe nur gesehen, wie der von dem Traktor gefallen ist. Das war ein zweiter. Oh.
Was ist jetzt los? Ich weiß nicht, was da geschrien hat. Aber das war doch nicht kein normaler Lycan, oder? Das war böse. Ich bin ein bisschen angespannt. Vielleicht war das auch nur ein einfacher Lycan. Kann natürlich auch sein. Dass er halt einen Pups quersitzen hatte. Ist ja möglich. Weiß ich nicht. Komme ich hier rein? Hier muss ich doch rein, oder nicht? Ach. Eine Rohrbombe. Ja, gerne. Ja, Sichi, wer bist du denn? Ah, ich weiß schon. Wir nehmen unsere Rohrbombe. Okay, Moment mal. Wie gefällt dir das? Ja, klar! Zwei Rohrbomben und wie viel Schuss von meinem Baby hier? Willkommen, neuer Standardgegner. Alter, der sah ja aus wie von, keine Ahnung, Herr der Ringe. Perfekter kristalliner Schädel. Ich hoffe, der gibt richtig Mücken. Tü-tü-tü. Könnte schwören, ich höre eine Ziege. Aber wo? Hausbesitzer vermisst, bis auf weiteres kein Zutritt. Ah, hier kommen wir jetzt rein. Sehr schön. Erstmal gucke ich auf die Toilette. Nicht, dass mir da einer von hinten in den Anzug springen will. Nen Dietrich. Ja, nee, du darfst ihn mitnehmen. Danke. Schon wieder höre ich die Ziege. Was ist denn hier los? Da ist sie doch. Scharfschützengewehrmunition. Danke. Was zur Hölle bist du denn? Die werden ja immer biestiger hier. Aus der Entfernung zweimal mit meinem Baby auf dem Pelz und der lebt immer noch. What? Eine Puppe? Boah, ey, so langsam geht die Munition aber mal
richtig flöten. Blö, blö ist gut. Ein Seagline haben wir auch schon wieder gefunden. Jetzt gehen wir nur hier rein. Sehr geehrte Besucher, aufgrund der langen Abwesenheit des Geigenbauers habe ich seinen Schlüssel in Verwahrung genommen. Wer ihn braucht, möge sich bitte bei mir melden. Grüße, Joseph Simon oder Joseph Simon, Gärtner des Hauses Beneviento. Okay, dann werden wir wahrscheinlich, wenn wir gegen den Boss fighten, da in dem Gebiet den Schlüssel für diesen Geigenbauerzugang bekommen. Ja, dann lass. Den Schmiedeeisernen rein damit. Ist hier wieder einer drin? Brunnenkurbel! Oh yes! Oh yes! Das ist natürlich was richtig Geiles. Bedeutet, wir können die Brunnen hier plündern. Da war ich doch noch gar nicht drin. Ah doch, klar. Habe ich die Rohrbombe bekommen, ne? Dann hier hoch. Hühnchen. Und Teile. Kristalliner Schädel. Wo lag der denn jetzt bitte? Kann mir auch egal sein. Ich habe ihn jetzt. So, hier runter, ne? Hühnchen, 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 Hühnchen. Ich hasse es, die Jagd auf Hühner. Aber viel schlimmer sind noch die Fische. Oh yes, komm zu Daddy. Bicker Kristall und der weiße Gockel. Direkt abgestochen. Haben wir alle? Nein, hier guckt noch ein Hähnchen rum. Stirb schneller. Schießpulver, sehr gut. Ich könnte mal wieder so eine kleine Flasche Chemikalie gebrauchen. Wie verschlossen. Wie komme ich denn da rein? Ach so. Na klar, von oben. Logen. Da hinten müsste ich hin. Da könnte ich Krähen schießen ohne Ende. Nein, ich lade dich nicht durch. Warst du der Bewohner, der hier gewohnt hat? Pistolenmunition, yes, nehme ich. Meins. Eine Schatulle, da triggern wir mal noch nichts.
Nichts drin. Februar. Habe Mutter Miranda oder Mutter Miranda zwei Ziegen geopfert. Oder 3. Februar. Habe Mutter Miranda Wolle gebracht. Sie hat mir aufgetragen, in den nächsten Tagen Medizin und Werkzeug für sie zu beschaffen. Ich frage mich bloß, wozu? 8. Februar. Keine Nachricht von Mutter Miranda. Das Vieh ist völlig außer Kontrolle. 9. Februar. Mir wurde aufgetragen, das Verlangte bei Sonnenaufgang in die monolithische Kirche zu bringen. Was ich dort sah, war schauderhaft. Monolithische Kirche? Wo ist die denn? Ehrenwerten 4 Grafen und Gräfinnen waren da und Mutter Miranda hatte ein Kind auf dem Arm. Rose! Sie flüsterte etwas und berührte das Kind. Es fällt mir schwer, es in Worte zu fassen. Aber das Kind wurde zu einem weißen Kristall. Da hat sie... Ich konnte mich nicht beherrschen und fragte sie, warum sie das macht. Aber Mutter Miranda lächelte nur und sagte, das ist das auserwählte Kind. Was auch geschehen mag, es wird seine ursprüngliche Form zurückerlangen. Dann gab sie jedem der 4 einen Teil des Kristalls in einer Art Fläschchen und sie verschwanden. Ich vergaß völlig, mich vor Mutter zu verbeugen, bevor ich weglief. Ich zittere noch immer. Was hat sie getan? Wer ist dieses Kind? Ein Zettel? Flügelte Schlüssel ist lediglich ein Teil eines Ganzen. 3 weitere Teile vervollständigen ihn. Na dann, bitte bastel es zusammen. Jetzt haben wir den 4 Geflügelten. Verdammt, ich sollte zurück zum Duke. Dukey Boy! Wir kommen, aber wir werden vorher, so glaube ich. Wieso ist sie abgeschlossen? Wo ist das? Hä, ich habe doch gar nicht abgeschlossen, als ich rein bin. Naja, die Boden werden wir auf jeden Fall plündern. Das werden wir definitiv machen. Gut, der erste ist nämlich direkt da vorne. Habe ich nicht einen Dietrich? Ich habe doch einen Dietrich, ne? Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. So, zeig her, was hast du für mich? Das Gegenstück für meinen Schatz. Wo haben wir es? Da. Kombinieren. Vielen Dank. Genial. So, wie viele Brunnen haben wir denn? Hier hinten war auch einer. Na, wie komme ich denn da jetzt hin? Über den Pilgerweg? Aber ich kann ja nicht zurück. Naja, gut, kümmern wir uns erstmal um die hier im Dorf. Haben wir einen bei der Kirche, da gehen wir dann direkt hin. Genau, den hier hinten, da müssen wir uns hier die Flatterviecher schnappen. Verstehe. Und hier haben wir noch einen. Gut. Soweit, so gut. Hier brauchen wir einen Dietrich. Hier brauchen wir einen Dietrich. Öffne ich doch als erstes die hier. Ist ja direkt da. Ist ja egal. Man kann halt nicht wissen, was was ist. Es ist halt Glücksspiel. Also ich weiß es definitiv nicht. Ich würde ja sowieso versuchen, alle aufzumachen. Jawoll. Jawoll. Jawoll, blö. Perfekt, auf zur Kirche, zum nächsten Brunnen. Tü-tü-tü. War der Brunnen hier hinten, ne? Ja,
Halskette mit zwei Fassungen. What? Alles klar. Da können wir zwei Dinge mit kombinieren. Fett. Ein Moment. Habe ich vielleicht schon diesen einen grünen Stein? Das habe ich gar nicht drauf geachtet. Kann ich das kombinieren? Ne, wir haben noch nichts dafür. Schade. Schade, schade, schade. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Vorher pflücken wir aber das Hühnchen. Die Dinger da hinten. Na, prima. Hier hinten ist das Hühnchen. Laut Karte zumindest. Ah, du bist wieder einer von der harten Sorte, ja? Aber auch dich werde ich messern. Komm her, Gockel. Zack, ein Streich. So, alles klar. Jetzt muss ich die nur noch vom Himmel fegen, ne? Ich habe einen Plan. Die fliegen ja, ich gehe rein und dann baller ich die vom Fenster aus weg. Hä? Wo sind sie hin? Hä? Bin ich blind? Wo sind die hin? Ach so. Der Liquid ist zu clever für das Spiel. Das ist nicht erlaubt. Ja, dann sag das doch. Das muss man mir ja sagen, ne? Kann ich ja nicht wissen. Boah, das wird jetzt... Boah, gucken wir mal, ne? Oh, yes, yes, yes. Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, dass ich dieses fucking Gewehr liebe? So, wo ist mein Loot? Hier ist irgendwo der zweite abgegeiert. Du kannst mich mal, Junge. Er wollte mich komplett natzen. Ach, das ist ein anderer. Ich dachte, das wäre er hier. Aber da ist ja die Beute. Der kleine, miese Halunke. Ey, habt ihr das gesehen? Wollte mich eiskalt wegnatzen. Ja, super. Und wo ist die Beute von dem dritten? What? Magnum-Munition? Ich meine, ich bin jetzt nicht überrascht, dass es eine Magnum gibt, aber jetzt schon? Alter, soll ich hier schon sein? Kiste habe ich gesehen, aber das ist ganz klar hier für den Granatwerfer. Krasse Scheiße. Pistolenmunition. Ich will jetzt ja nicht sagen, dass ich mich fürchte, aber irgendwie fühle ich mich hier fehl am Platz. Tja, mein Loot ist wohl weg, der andere. Luisas Halskette.
schauen wir uns... What? Eine fucking Schatzkiste. Wie kommt die denn jetzt dahin? Ja, krasse Scheiße. Ich glaube, ich soll hier noch gar nicht sein. Kann das eventuell möglich sein? Ja, ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Ich wollte mir die Halskette jetzt angucken. Wo haben wir sie? Die hatten wir? Hä? Unter wichtige Stein aus der Halskette. Hä, wie Kette mit Schlüssel? Ach, ist ja krass. Wo habe ich jetzt den Schlüssel? Wo ist denn hier? Wo ist denn jetzt die Halskette hin? Ist sie weg? Ja. Oder ist sie bei Schätze? Ich guck gleich mal. Tja. Luisas Schlüssel. Tja. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich höre ein Schweinchen. Put, 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 put. Kann man einen Tonturm schießen? Komm mal her. Alter, er hält. Fett auf die Glatze geballert und er lebt noch. Der Eber. Noch ein Schuss. Er läuft im Kreis, das kleine Schweinchen. Na komm. Dritter sauberer Headshot. Du kriegst jetzt so viele du brauchst. Vier. Ich will auch keine Munition verschwenden. Ich lasse ihn sich erstmal wieder beruhigen. Ich meine, der hat vier Kugeln im Kopf, ne? Fünf. Der ist ja unsterblich. Bist du ein unsterblicher Eber? Mein Marker. Hier, bei dem weißen Schwein. Sieht man es nicht. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich, wo ich gerade hier bin, ne? Sortiere ich mal kurz. Tut. Nein, bitte das. Okay. Nein, noch nicht okay. Ich muss sie ja noch ausrüsten in meinem Schnellzugriff, nicht wahr? So. Eber. Hart. Ja, ganz ehrlich, regeneriert der? Was ist mit dem Schwein nicht in Ordnung? Jetzt stirb doch! Mann! Ist das denn die Possibility? Erlesenes Wild. Ja, das war wirklich erlesen. Meine Fresse. Brunnenkurbel. Danke. Heiligsblechle. Drei Rohrbümpchen. Gerne. Wo kann ich den Schlüssel einsetzen? Ich habe keine Ahnung, ey. So, jetzt müssen wir hier hin zum Brunnen, ne? Wie kam ich denn jetzt nochmal dahin?
Wie kam ich jetzt noch mal genau dahin? Lass mich kurz überlegen. Das war doch hier durch, ne? Durch die Schuppen hier. Ich glaube, das war durch den Schuppen. Da sollte ich relativ zügig an dem Brunnen sein. Richtig? Richtig. Brunnenkurbel. Dietrich, wir haben doch hier ein Schloss, ne? Ja, guck doch mal hier. Verkehrt. Gib Papa was Gutes. Nice, Scharfschützenmunition. Somit hätten wir hier eigentlich alles. Ein paar Sachen kommen wir noch nicht hin. Hier kommen wir noch nicht hin. Zum schmiedeeisernen Schlüssel. Oder zum Tor dafür. Das hier ist, Alter, das mechanische Tor. Keine Ahnung, aber hier in den Teil kommen wir eh noch nicht. Ne, mit dem Embryo haben wir noch nicht. Wir können hier wahrscheinlich weitermachen. I don't know. Die Karte sieht auf jeden Fall größer aus als vermutet. Wir gehen jetzt erstmal zum Duke. Da komme ich nicht vorbei. Wir gehen durch das Haus mit dem roten Schornstein. Hier durch. Ach, guck doch mal. Wie ich die Wege kenne. Wo muss ich lang hier, ne? Dukey Boy. Ich habe jede Menge guten Scheiß. Na und? Etwas herausgefunden? Hab das gefunden. Nun sagen Sie mir, wie ich das in Ordnung bringe. Ganz ruhig. Erst musst du mit diesem Schlüssel die anderen Flakons mit Rose finden. Wo sind die anderen? Es gibt 4 insgesamt. Einen hast du, die restlichen haben die Grafen. Grafen? Mutter Miranda ist die kalte, egoistische Herrscherin dieses Dorfes. Ihr dienen die 4 Grafen. Eine von ihnen kennst du bereits, Lady Dimitrescu. Die 2. lebt tief im Nebel des Tals, die Puppenmacherin Donna Beneviento. Keiner ihrer Spielgefährten hat das modrige alte Anwesen je verlassen. Der 3. ist Moreau, ein sonderbarer Zeitgenosse, der im Stausee bei den Windmühlen wohnt. Allerdings soll nicht nur er in dem See sein Unwesen treiben. Der 4. und gefährlichste ist Heisenberg. Er arbeitet in der Fabrik außerhalb des Dorfs. Was er da macht? Sagen wir, manche menschliche Fantasien sollten Fantasien bleiben. Wow, was ist das? Alter, ja, krasse Scheiße. Kannibalenbeute, Schatz unter der Festung, Schatzhaus beim Fluss.
Tja, wie komme ich denn hier hin? Weil die Zugbrücke ist ja hier oben. Ihr versteht, was ich meine, ne? Hier ist ja auch der Brunnen. Aber da komme ich ja auch nicht mehr zurück. Donners Klein... Was? Kleintod? Nee, Kleinod. Waffe in der Wassermühle. Da komme ich leider ja noch nicht hin. Maestros Sammlerstück. Also wenn wir nochmal ins Dorf müssen, ist ja Logo, zum späteren Zeitpunkt die ganzen Schätze holen. Wir gehen hier nicht weg, ohne die Schätze eingesammelt zu haben. Aber das hier wird interessant. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen, Leute. Keine Ahnung. Wenn du deine Tochter wirklich retten willst, musst du alle vier Flakons finden. Ich habe die Aufenthaltsorte der Grafen auf deiner Karte für dich markiert. Im Dorf gibt es einiges an Schätzen zu holen. Ich bin sicher, sie werden dir von großem Nutzen sein. Warum helfen Sie mir? Das ist alles Teil meines vorzüglichen Kundenservice. Lass dich bald mal wieder blicken. Ja, das mach ich jetzt. Ich kauf jetzt ein, mein Freund. Ah, ja. Oh, ich weiß da was. Finde ein paar gute Zutaten und bring sie zu mir. Oh, da habe ich einige. Aber gut, wir verkaufen erstmal. Großer Kristall. 3000 Mücken. Oh, der grüne bringt 5. Deluxe. Kristalliner Schädel. 900. Der perfekte. 10.000. Aber der hat auch einiges an Munition geschluckt. Kristallinen Flügel. Die Halskette, die werden wir natürlich nicht verkaufen. Mit zwei Slots noch. Den Körper werden wir auch nicht verkaufen. Den Teddy. 4000 Mücken zahlt er mir dafür. Für dieses hässliche Ding. Stein aus der Halskette. Boah, 8000 Mücken, ey. Die Holzziege, 15.000. Ich denke, wir sind soweit. Gut, Werkstatt. Können wir was machen? Ja, hier. Auf jeden Fall. Mit Vergnügen. Modifizieren wir die, ne? Mit der Feuerkraft. Bin ich zufrieden. Die werden wir verkaufen, genau. Ich habe gerade aufgestockt. Die werde ich eh nicht mehr benutzen. Von daher, mach's gut. Da haben wir sie. 16.000 Mücken. Eine Waffe warum auch nicht. Will gut ausgewählt sein. Aber sowas von. Deswegen bin ich bei dir. Duke, deswegen bin ich da. Alter Schwede. Gut, wir können hier ins Volle greifen. Oh, die kostet jetzt 32. Ich habe 16 bekommen, ne? Der Sack hat erstmal direkt verdoppelt. Ich bin ja immer noch hier am Gucken. Aber noch komme ich eigentlich ganz gut klar, ne? Ich warte nochmal. Wo ich jetzt nicht warte, ist, glaube ich, mir eine Heilung mitzunehmen für 1000 Mücken. Eine interessante Wahl. Für 2000 Mücken? Nee, lass mal stecken. Der Duke kommt ja noch öfter vorbei. Das werde ich nicht brauchen, nein. Na, ich weiß nicht, aber wir können auch craften. Mir fehlt nur dieses eine... Oh, ich rede bloß mit mir selbst. Dir fehlt nur dieses eine. Na ja dann, was haben wir denn hier? Kräuterfisch. Panierter Fisch mit Kräutern. Saftig und so lecker. Alright. Die maximale Gesundheit steigt geringfügig. Der beim Blocken erlittene Schaden sinkt. Die maximale Gesundheit steigt. Sie steigt beträchtlich. Blocken erlittener Schaden. Erheblich minimiert. Oh, und die Bewegungsgeschwindigkeit. Das wäre natürlich Deluxe. Aber wir haben den feinsten Fisch noch nicht. So, jetzt müssen wir gucken, was wir uns leisten können. Das können wir nicht. Das können wir auch nicht. Dafür haben wir nicht genug Wild. Das können wir auch nicht. Dafür haben wir auch nicht genug Wild.
Das könnten wir nicht. Wir haben auch nicht genug Wild. Also eigentlich können wir nichts. Ja, die zwei Sachen können wir. Ich nehme auch das mit. Ah, danke. Danke. Dann will ich mal. Ich werde auf jeden Fall die Komponenten alle irgendwo reinballern. Bitte bedien dich. Damit ich Slots im Inventar frei habe, ne? Das ist kein Gericht für solch eine lebensfeindliche Umgebung. Das werden wir nehmen. Weiter so. Das werden wir nehmen. Hm. Da haben wir 4. Die maximale Gesundheit steigt beträchtlich. Weiter ja, so. So machen wir das. Zack, zack. Jetzt habe ich noch mal einmal Geflügel. Und zweimal Fisch habe ich noch. Okay, einmal Geflügel und zweimal Fisch. Einmal Geflügel und zweimal Fisch. Dann baller ich das hier rein. So, jetzt sind wir abgebrannt. Das wird ein Festmahl werden. Finste. Willkommen. Ich guck noch mal wegen der Munitionskapazität. Da kann ich eh nichts. Es lohnt einfach nicht. Und bei dir auch noch nicht. Au revoir. Au revoir, mein Lieber. Und ich sehe, die Folge ist schon wieder um, Freunde. In der kommenden werden wir weiter marschieren. Ich weiß gar nicht, wohin. Hierhin werden wir weiter marschieren. Aber ich habe noch eine Idee. Nein, wir gehen da eben kurz nochmal hin. Wir haben ja den Schlüssel gefunden. Und wir haben ja auch diese Schatulle gefunden, die hier vorne ist. Vielleicht passt der Schlüssel ja da rein, weil ich habe keine Ahnung, wo der passen soll. Hier war doch die Schatulle, oder? Bin ich bescheuert? Oder irre ich mich? Na, hier ist sie. Er passt. Wie geil ist das denn bitte? Cäsares Pokal? Mir nichts angezeigt. Absolut nichts. Das ist einfach so ein optionales Ding. Oder ist das irgendwas Wichtiges? Nö. Ein antiker Pokal aus dem Besitz Cäsars, einem der 4 Gründer. Vielleicht ist was drin. Ne, so, den gehen wir dann eben auch noch verjökeln. Dann ist Schluss für heute. Ah, ja, ja. Essen ist Leben. 19.000 Tacken. Davon willst du dich trennen? Nein, nein, ich kaufe es dir gerne ab. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Machen wir. In der nächsten Folge, Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bitte vergesst nicht noch, eure Bewertung dazulassen. Würde mich wie immer sehr, sehr freuen. Gebt mir auch so einen kleinen Motivationsschub, hier die Folgen schneller rauszuhauen. Ja, ihr wisst ja, es ist das Lebenselixier jedes Let's Players. Also, haut die Dinger raus. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich und bin raus.